Aber los jetzt! Ich habe meine Waffe verloren. Oh, ich habe eine Waffe. Sehen Sie nur zu, dass Sie mit dem Licht draufhalten. Es dauerte einen Moment, aber dann erkannte ich ihn. Er war auf der Fähre gewesen, mit der ich und Alice hergekommen waren. Er hatte sie angestarrt. Er wusste, wie ich hieß. Wir näherten uns Lover's Peak. Das konnte alles kein Zufall sein. Er war der Entführer. Na los, Wake, machen Sie schon. Jo, machen wir. Und damit willkommen zurück zu Let's Play Alan Wake. So, wir packen hier einfach mal alles ein, was geht. Ich muss mal gucken. Ah, das sind die... Halten Sie eben gedrückt, um eine Leuchtfackel zu benutzen. Also da, wo wir sonst geschossen haben, ne? Halt. Auch wenn ich jetzt gerade wirklich scharf darauf bin, eventuell unsere Frau, entschuldigt, wieder zu finden, können wir uns doch hier trotzdem noch ein kleines bisschen umgucken? Geht das? Ja, du Blödsack, wir kommen ja gleich. Na gut. Hiking Trail. Okay, hier ist ein Wanderweg oder Wanderpfad. Fuck you! Jetzt knall sie schon ab, Mann! Lover's Peak? For your safety, stay on designated hiking trail. For your safety. Knall sie ab, Junge! Knall sie ab! Irgendwie passt es mir nicht, mit dem Entführer unserer Frau zusammenzuarbeiten, aber okay. Oder eher mutmaßlicher Entführer. Ob er jetzt wirklich der Entführer ist, wissen wir ja noch nicht. Okay, da kommen wir leider nicht hoch. Vielleicht auch noch nicht. Ich muss sagen, zu zweit fühlt man sich dennoch irgendwo wohler. Einer blendet, einer schießt und dann geht die Sache schon irgendwie rund. Noch einer? Lass mich in Ruhe! Lover's Peak, nur noch die Treppe hoch, Wake. Halten Sie sie mit den Leuchtfackeln aus dem Notfallkasten in Schach, bis die Bretter ab sind. Ich brauche die Waffe. Ha. Keine Chance, Wake. Was soll das? Her mit der Waffe! Schnauze! Halten Sie sie mir vom Hals, verdammt! Okay, das wird jetzt ja, ein kleines Stück Arbeit, glaube ich. Na gut, packen wir hier mal. Hier, zack. Nur noch einen Moment. Verjagen Sie sie. Bin ja dabei. Na, kommt nur, kommt nur, kommt nur! Ja, seht zu, Junge. Knall sie ab! Können wir die Fackeln eigentlich festhalten? Hab ich jetzt nicht ausprobiert. Er legt sie ja dann immer hin. Wenn ich loslasse, aber vielleicht, wenn ich genug hätte, probieren wir das nächste Mal aus. So, hier kommen sie jetzt wohl eh nicht durch. Wollen Sie vielleicht eine Pause? Ja, ich weiß, Sie wollen sich ausruhen.
aber wir müssen weiter. Machen Sie sich bereit. Sie sind gleich da. Entering Lover's Peak. Ja, schön. Ich nehme an, wir werden irgendwo was übersehen haben. Aber okay. Passiert. Ah. Ach, wir können durch die Bäume hier durchgehen. Ich habe immer gedacht, das ist eher so... ja, einfach, dass da so eine Alpha-Wand dann halt ist, ne? Na egal. So sieht's aus, Wack. Das letzte Gefecht. Hier sind noch mehr Leuchtfackeln. Machen Sie sich bereit, wir bekämpfen Sie, solange Sie kommen. Herr mit der verdammten Waffe, Sie kommen! So läuft das hier nicht. Halten Sie sich ans Programm, Wack. Wow. Okay, wir können sie festhalten, Fackel, wenn wir gedrückt halten. Aber die Fackel blendet so stark, wir sehen selber eigentlich kaum etwas. Mach schon. Ist wieder so ein starker Gedingse. Das jetzt von hinten. Boah, kommen die jetzt echt von zwei Seiten? Knall ihn ab, Junge! Wow! Fuck! Das ist ein Kinderspiel, Wake! Seht ihr das? Hä? Oh fuck, die haben keine Leuchtfackel mehr. Was ist das denn? Was zur Hölle? Was ist das für ein Riesenhorschi, Alter? Auf einmal steht da so ein Michael Myers hinter einem. Machen Sie sich bereit, wir bekämpfen Sie, solange Sie kommen. Herr mit der verdammten Waffe, Sie kommen! So läuft das hier nicht. Halten Sie sich ans Programm, Boy. Ja, genau. Stirb doch einfach! Stirb! Das hier ist vor! Hörst du das? Okay. Uhuhu. Oh weia, oh weia, oh weia. Wow. Ha! Den haben wir irgendwie platt gemacht, ich weiß nicht wie. Ich glaube, ich wünsche mir zumindest, dass wir das waren. Ja, ja, Kinderspiel. Fuck you! Fuck you!
Was ist das denn gewesen, Alter? Jetzt mach ihn schon platt, Junge! Nein, du hast ja auch die Knarre. Okay, es reicht jetzt. Wo haben Sie meine Frau? Ich wusste, dass Sie das sagen würden. Ich habe alles schon gelesen. Sie sind ein toller Schreiber. Herzlichen Glückwunsch. Sie schaffen mal etwas Glorreiches und Schreckliches, sobald Sie von uns ein bisschen Formulierungshilfe haben. Wovon reden Sie eigentlich? Wo ist Alice? Ich will das ganze Manuskript. Oder sie wird es ganz bitter bereuen. Wenn Sie sie anfangen. Oh. Ja, genau. Er schießt den Entführer deiner Frau, ohne dass du weißt, wo deine Frau ist. Klar. Sie werden mir das Manuskript geben, oder es wird Ihnen leid tun. Nein, kommen Sie zurück. Ist durch den Wald schaffen. Ich bringe Sie um, wenn Sie alles was antun. Haben Sie gehört? Kommen Sie zurück. Er hatte Alice. Und er wollte das Manuskript, da er glaubte, dass es magische Kräfte hätte. Aber ich hatte kein Manuskript für ihn. Ich musste zu Barry zurück und mir die nächsten Schritte überlegen. Was passiert, wenn wir jetzt hier lang gehen? Wir sollen jetzt zwar nicht lang, aber... Ja, hier, genau. Ah, wunderbar. Leuchtpistole? Leuchtfackel. Naja, okay, die sind genauso gut. Ah, da liegt noch eine. Bloß nichts liegen lassen. Okay, und das war's denn wohl auch schon. Na? Ist durch den Wald schaffen. Gut, immerhin noch Munition. Dort liegt noch eine Manuskriptseite. Wie sollen wir erst darüber? Was passiert, wenn wir hier runtergehen? Na komm, wir gehen einfach mal den regulären Weg. Und fallen runter. Oh. Das hat sich nicht gut angehört. Der reguläre Weg ist für Pussys. Du musst vom Weg abweichen. Ja, mach doch, spiel doch alleine. Nein. Da drüben sind wieder welche. Oh Gott. Okay. Zumal es ja eigentlich hieß, eigentlich so ein Warnschild gab, bleib auf dem Pfad, Junge, sonst verläufst du dich. Liegen hier etwa Fallen aus? Boah, ist das mies. Können wir die entschärfen? Nee. Hier sehen wir die Fallen aber noch weniger, ne, als da irgendwo auf dem Weg. Eieieiei. Oh! Scheiße! Zum Teufel! Rusty hatte mich vor den Fallen gewarnt. Ist
Die habe ich nicht gesehen. Alter Verwalter. Ich nehme an, dass man die Fallen vermutlich zerschießen kann. Ah, davon habe ich gelesen. Die kannst du irgendwie umhauen. Ups. Ich weiß nur nicht wie. Ach so, okay. Drauf schießen. Ja, haben wir jetzt Munition und Batterien verschwendet? Ja, egal. Egal. Das nehmen wir einfach mit, weil das wohl irgendwie zu den Sammelobjekten oder so gehört. Nehmen wir die Achievements oder sowas? Ich glaube Achievements, ne? Sie gehören jedenfalls mit dazu, dass du die halt irgendwie mit kaputt machen kannst, sollst, wie auch immer. Wo seid ihr? Na, wer will noch mal? Wer hat keinen Fahrschein mehr? Wer will noch mal auf die Schnauze? Supi-dupi, wir sind so gut. Ich hab so die Hosen voll. Siehst du ein Spiel, das ist noch harmlos. Ja, dann spiel du den Kack doch. Siehst du, wenn die einfach so mit aus dem Nichts kommen? Ich wollte gerade eine Fackel zünden. Verdammt nochmal. Los, zünd die Fackel. Also es gibt Sachen, da reagiert der gute Alan doch etwas langsam. Wow! Ah, fuck you! Ja, das wird ein bisschen länger dauern, habe ich das Gefühl. Oder auch nicht. Okay, das ging jetzt doch recht zügig. Ich hoffe, hier gibt es jetzt noch ein bisschen was einzusammeln. Revolver-Munition, ja, die ist zwar ganz nett hier, aber ich hätte gern auch ein paar mehr Fackeln. Jagdgewehr. Na, mal gucken. Inwieweit sich das lohnt. Weil ehrlich gesagt, so prall war ja auch die Strohflinte selbst jetzt auch nicht. Wo geht's denn jetzt lang? Ist das... Das ist ein Flugzeug, ne? Oder zumindest das, was davon übrig ist. Ich hatte den Flugzeugabsturz gehört. Es ergab keinen Sinn. Es war gerade erst hier runtergekommen, aber es war uralt und sicher seit Jahrzehnten nicht mehr geflogen. Der Anblick jagte mir einen Schauer über. Was wohl passiert, wenn wir da hochgehen?
Was ist denn das denn? Achso, okay. Achso, dann will ich einfach nur hier... Waren das jetzt alle? Ist das jetzt im Flugzeug oder sollen wir da irgendwie hoch oder? Der Sound abgekackt. Mir ist der Sound abgeschmiert. Ich weiß nicht, ob ihr das denn auch habt. Ich hoffe, euch ist nicht der Sound abgeschmiert. Also so in der Aufnahme, aber mir ist er gerade ein bisschen... Problem ist, ich kann jetzt auch mein Audio-Interface nicht neu starten, weil dann... halt alles. Gut, dann würde ich sagen, wir beenden an dieser Stelle einfach mal sicherheitshalber die Folge und wir sehen uns dann in einer neuen Episode wieder und schleichen uns dann irgendwie durch den Wald. Ich danke euch fürs Einschalten, bleibt dran, bis dahin und tschüssi.